Ah, das ist wunderschön, ne? Diese hier, die teilt sich gerade. Und das ist ein Zeichen. Und da ist auch noch eine. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es sich jetzt hier um einen bösartigen Tumor handelt, weil davon relativ viele sichtbar sind. Ich bin Professor im Studiengang Künstliche Intelligenz und dort zuständig für den Bereich medizinische Bilderkennung. In meinem Lehr- und Forschungsbereich gelingt es uns mit den Methoden der künstlichen Intelligenz, den Krebs immer besser zu erkennen. Hier kommen beispielsweise aktuell molekulare, also genetische Merkmale von Krebs und die Bilder, die wir erzeugen, zum Beispiel Mikroskopiebilder oder aber auch radiologische Verfahren zusammen. Und beides können wir kombinieren, um die Diagnose schneller und genauer zu machen. Mit diesem Wissen, was Studierende jetzt bei uns im Studiengang Künstliche Intelligenz erwerben können, können sie dann natürlich zum Innovationstreiber werden und können zu einem der großen Medizintechnikunternehmen gehen, nur als ein Beispiel, um dort die Innovationen der Zukunft voranzutreiben. Sie haben Interesse, die Zukunft intelligent mitzugestalten. Sie haben Vorkenntnisse in der Programmierung, Mathematik, Statistik, aber auch des maschinellen Lernens und des Deep Learnings. Dann bewerben Sie sich für unseren neuen Masterstudiengang Künstliche Intelligenz hier an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Wir freuen uns auf Sie.